Hallöchen und herzlich willkommen zurück im Nerdzeitalter und bei Space Engineers. Ja, was für eine schöne Scheiße. Wie kriegen wir das jetzt wieder geflickt? Mein erster Ansatz wäre, wir versuchen mal, ob wir es mit dem Miner nach unten pressen können. Vielleicht sollte ich sicherheitshalber vorher mal ganz kurz auf Speichern drücken. Einfach nur, falls Dinge schief gehen. Das wäre vielleicht nicht so schönstens. Also, was soll's? Vor allem, wir haben keine Triebwerke, die nach unten pressen. Das heißt, wir haben nur das Gewicht des Miners, der da ziehen kann. Wir schauen mal, was passiert. Vor allem hat der Miner im Moment auch gar keine Möglichkeit, sich irgendwie an dem Ding festzuhalten. Muss er das vielleicht? Wir können es ja einfach mit dem Gewicht des Schiffs nach unten drücken. Mal gucken, ob das Schiff schwer genug ist, um hier irgendwas zu drücken. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Uch. Auf die Gefahr hin, dass jetzt gleich Dinge sehr kaputt gehen. Nö. Keine Chance. Keine Chance. Okay. Wie wahnsinnig wollen wir werden? Mein Vorschlag wäre ja. Also, was tun wir? Wir nehmen einen Rotorkopf. Den knattern wir. Ich würde sagen, noch eins. Ah, shit, da ist jetzt was im Weg. Jetzt nicht mehr. Okay, das geht jetzt wieder in die Kategorie die dämlichsten Lösungen aller Zeiten. So, dann kommt hier mal ein kleiner Anfasser hin. Da oben auch. Dann brauche ich einen Advanced Rotor 3x3. Und ihr könnt euch jetzt wahrscheinlich denken, was gleich passieren wird. Großes Chaos und Klängen wird gleich passieren. So, das müssen wir jetzt ausrichten. Ich hoffe, das ballert mir den Miner jetzt nicht gleich zu stark nach oben. Wir sind doch recht nah an der Decke. Aus Gründen. Augen zu und peng. Okay. Das wobbelt wie Scheiße. Dann muss ich jetzt den Advanced Rotor ausschalten. Jetzt drehen wir den Miner um. Lässt mich gar nicht mit den Seitentriebwerken. Geht's? Ach, guck mal. Haha. Der hat gelockt. Den muss ich natürlich ausschalten, dass er das nicht mehr tut. Toggle Block off. Uiuiuiuiui. Das ist. Oh Gott, ist das furchtbar. Ist das furchtbar. Na komm schon. Weiß ich nicht, ob das irgendwie das Rätsel Lösung sein wird. Wir trennen mal lieber ab. Das ist. Das wird so nix. Nee, der Miner hat dafür nicht die Power. Und bevor uns jetzt hier alles um die Ohren fliegt, würde ich sagen, müssen wir uns da mit einer etwas anderen Konstruktion behelfen. Was muss diese Konstruktion können? Sie muss in der Lage sein, einen horizontalen Versatz zu korrigieren. Sieht es aus, wenn ich den Matchblock anschalte?
eher unbeeindruckt. Was ist denn mit dem Pisten los? Der ist auch irgendwie auch nicht in der richtigen Stelle. Der hat eine positive, der hat eine... Warte mal, wir gucken uns mal ganz kurz die Pistons an. Achso, das hilft mir gerade eh nichts, weil die ja gar nicht angeschlossen sind. Die haben alle keinen Strom. Hm. Okay, wie wäre es? Weil hier sind wir eigentlich noch relativ mittig. Wenn wir hier einen Large Grid Piston ranhängen, der mit einer Magnetplatte hier ranzieht, das könnte funktionieren. Vielleicht muss ich aber eins nach hinten bauen. Ja, schön, dass ich schon wieder so viel Krempel einstecken habe. So, okay. Das kann mal gerade weg. Das soll sich mal die Raffinerie drum kümmern. Dann brauchen wir eine Magnetplatte. So. So, den fahren wir jetzt so lange aus, bis er lockt. Bis er glockt. Mhm. Auch eine schöne Idee. Einfach alles kaputt schießen. Okay, jetzt hat er gezogen. Was ein Geräusch. Aber, Leute, es hat funktioniert. Es hat fucking funktioniert. Alter. So, jetzt erstmal schalten wir jetzt erstmal die Bohrer aus. Jetzt muss ich ein bisschen nachdenken. Nicht die Pistons. Die bleiben erstmal aus noch. Die Drills gehen aus, so. So, der kann jetzt erstmal nochmal locken. So, und jetzt müssen wir was überlegen, weil wir haben ja beim letzten Mal festgestellt, wir haben eine dämliche Race Condition, die dazu führt, dass die beiden Event Controller gleichzeitig schalten. Und ich glaube, das Ganze ließe sich eigentlich relativ einfach lösen. Und zwar, jetzt müssen wir überlegen, was ist passiert. Passiert ist, in dem Moment, in dem der hier gelockt hat, hat der Connector gesagt, ich kann den Switchlock machen. Und hat dann seinen Auslösemechanismus gestartet. Gleichzeitig hat aber der Connector, weil der war ja hier vorne, gesagt, ich kann auch Switchlock machen. Weil er den ja abgeschaltet hat. Und dann hat der natürlich sofort reagiert und hat wieder Switchlock gemacht. Das heißt, wir müssten eigentlich in dem Timer, der diesen Merge-Block wieder aktiviert, weil wir erinnern uns, die werden ja nach einem Versatz aktiviert. In dem Timer aktivieren wir den Event-Block, der darauf hört, dass hier vorne erreicht ist. Weil das wird passieren, bevor der überhaupt in Position ist. Also, das heißt für uns, wir schauen mal, wir haben Timer Front Reach und Timer Front Merge Reactivate. Ist das richtig? Nein, Timer Merge Backblock Reactivate, der hier sagt, Setup Actions. Event Controller Front Reach wird angeschaltet. So, da die Front im Moment gereached ist, muss dieser Event-Controller abgeschaltet werden. Der ist jetzt abgeschaltet, weil ich ihn schon abgeschaltet habe. Das ist erstmal okay. Und umgekehrt, weil wir in die andere Richtung haben wir die Situation genauso. Ich brauche erstmal wieder Sprit. Heißt das, wir müssen in dem Timer-Block der den Front Merge reaktiviert,
aktivieren wir den Backreached Event Controller. An. Jetzt ist nur die Frage, wann schalten wir die beiden aus? Und da würde ich sagen, schalten wir den Front aus, wenn der Front, und genau, im Front Reach Timer. So, Front Reach Timer. Setup Actions. Event Controller Front Reached geht aus. Selbe Kiste im Back Reached. Setup Actions Event Controller Back Reached geht aus. So, Front Reached Situation haben wir jetzt eigentlich. Die Back Reached Situation haben wir nicht. Außerdem kann der Connector wieder angeschaltet werden. So, das heißt, wenn der jetzt zurückgezogen hat, dann sollte er... Moment, jetzt muss ich nochmal in den Timerblock reingucken, weil es ist 2-3 Tage her, seitdem ich die letzte Aufnahme gemacht habe. Was macht Backreached? Backreached macht... Er macht den Lock auf den Back-Connector, er macht den Unlock auf den Front-Connector, er macht den Toggle-Block-Off auf den Merge-Block, schaltet die Bohrer, die Schweißer ein und sagt den Pistons, sie sollen doch bitte ausfahren. Das heißt, unsere jetzige Situation ist, er schaltet den Backreach aus, der Frontreach wird dann angeschaltet, wenn, wann eigentlich? Das ist mich ein bisschen verwirrt. Wann schalte ich den dann an? Frontreached ist... manchmal sollte ich mir Dinge aufschreiben. Also er hat Backreached. Achso, wird angeschaltet, wenn... wenn der Timerblock wieder geschaltet hat. Okay, das heißt, der Backreached Event Controller muss an sein. Und das ist er. Und wir müssen jetzt eigentlich nur unseren Pistons sagen, dass die sich zusammenziehen sollen. Was sie gerade irgendwie nicht tun, weil sie wahrscheinlich noch ausgeschaltet sind. Ja, das sind sie. So, wir checken noch mal kurz alle Einstellungen. Negativ, 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 negativ. Sehr gut. So, und rein theoretisch müsste das jetzt dazu führen, dass, wenn der hier kommt, wird hier ausgelöst. Also sprich, das müssen dann gleich die Bohrer und die Schweißgeräte angeschaltet werden. Dann bewegt sich das Ding und nach 5 Minuten oder so, also kurzum, wenn der hier weit genug weg ist, sollte dann auch wieder der Event-Controller aktiviert werden, der aus irgendeinem Grund gerade nicht aktiviert ist. Das macht mir Sorgen. Geh mal aus, sonst haben wir gleich wieder die nächste Race-Condition am Start. Warum war der jetzt? Der war doch gerade eben aus gewesen. Na gut, keine Ahnung. Keine Ahnung, ist übrigens sehr gut. Das, ja, was soll ich sagen? Was kann schon schief gehen? Wir machen gerade mal was. Ihr kennt das Ding schon. Ich kopiere mir gerade mal kurz die Geschwindigkeit von einem Block. Und erhöhe auf minus 0,1. Und jetzt machen wir die langsamere Geschwindigkeit rein und müssen jetzt natürlich nochmal reversen, weil ich da jetzt ein bisschen flott unterwegs war. Ja, weil die ziehen sich jetzt gerade sozusagen zusammen. Das heißt, sie würden natürlich nicht... So, jetzt müssten sie wieder ausfahren. Die Schweißer schweißen. Die Bohrer bohren. Ich bin begeistert. So, und diesmal sollten wir auch nicht mehr das Problem haben, dass hier irgendwelche unfertigen Blöcke erstellt werden, weil dafür haben wir ja extra
hier unseren kleinen Schutzkäfig da hinten eingebaut. Ich renne da nicht rein. So, da hinten wird gebohrt und geschweißt. Das freut mich. Und ja, ich glaube, das ist es. Ja, ich weiß, man kann das natürlich auch mit vielen Timerblöcken lösen. Das war auch der alte Stand, den man immer genommen hat. Der ist jetzt aber nicht mehr notwendig. So, der Timerblock ist Timer Merge Block Back Reactivate. Warum läuft Merge Block Back Reactivate? Eigentlich müsste doch Merge Block Front Reactivate laufen, oder? Trigger now und dann sage ich immer Stopp. Nur aus irgendeinem Grund ist der Front Merge Block auch noch an. Na egal, es läuft jetzt erstmal. Das alles andere wird dann wahrscheinlich dann anspringen, wenn es dann wieder in die normale Rotation reingeht. Falls ich einen Denkfehler gemacht habe, ich bin mir sicher, ihr werdet es mich wissen lassen. Und ja, wir könnten natürlich jetzt hier noch irgendwie ein kleines Konstrukt machen, dass er irgendwie das Zusammenziehen schneller macht, als wieder auseinanderfahren, aber ich sag mal so, das ist mir jetzt in der Sekunde erstmal ein bisschen zweitrangig. Der sollte jetzt so eingestellt sein, dass er jetzt einfach schön vor sich hinläuft und halt einfach tut, weil ich möchte jetzt tatsächlich endlich hier auch mal mit der Basis weiter vorankommen. Wir haben jetzt wirklich viel Zeit darin investiert, irgendwie dieses Konstrukt zu bauen. Und ja, jetzt wird es mal Zeit für Neues. So, wenn wir mal über uns schauen, wir sehen, wir sind genau unterhalb der Markierung, wo wir gesagt haben, da möchten wir unseren Hangar haben. Das heißt, hier wird die Stelle sein, an der wir dann in die Tiefe gehen. Und vielleicht bauen wir uns auch irgendwie noch was, womit wir hier irgendwie diesen Aushub schöner hinkriegen. Das wäre vielleicht ganz fein. So, mal irgendwie die Kiste ein bisschen gerade kriegen. Dann können wir jetzt wieder die Gyros auf Override stellen. Und hier einfach erstmal einen schönen Gang buddeln. Und aus diesem Gang wird dann eines schönen Tages dann ein... Okay, bodentechnisch sind wir gut. Wir fliegen gerade, allerdings sind wir ganz leicht horizontal verdreht. Ja, hier ganz mit sorgfältiger, chirurgischer Präzision gucken, dass wir hier möglichst gerade werden. Das sieht gerade aus. Dann können wir die Overrides wieder einschalten. Und jetzt einfach irgendwie lang reinfliegen. Problem ist das natürlich. GPS Hangar End, beziehungsweise nein, wir nennen es mal Hangar Rail. Weil wir müssen irgendwie mal rausfinden, wie weit wir dann eigentlich gebohrt haben. Das heißt, ich möchte die Möglichkeit haben, zurückzuschauen und festzustellen, so weit bin ich. Was ich hier, glaube ich, jetzt mal rausschmeißen kann, ist... Ja, noch nicht. Hangar Rail machen wir jetzt irgendwie mal in einer anderen schönen Quietschfarbe. Gelb. Gelb ist, glaube ich, gut. Oder das schöne Nerdzeitalter Orange, warum nicht? Ja, weiß nicht, ob es jetzt exakt der Farbton ist. Das, nein, ist es nicht, weil das Nerdzeitalter Orange ist noch ein bisschen rotlastiger als das. Da spricht der Hobbygrafiker. So, ich würde jetzt einfach mal sagen, wir setzen uns mal als Ziel 150 Meter ist, glaube ich, ganz passabel. Das ist der Imperkommand, der muckt uff. Ja, es wird Zeit, dass wir ein Schiff bauen. Und ganz kurz überlegen, 150 Meter, wenn wir das durch 2,5 teilen,
Das im Kopf, das wird katastrophal. Wie viele Blöcke sind es dann? Blocklänge von 2,5 Metern, ja, das sind schon ein paar. Ja, das sollte reichen. Ich will ja jetzt hier auch keinen Sternzerstörer unterirdisch bauen. Klar, ich hätte jetzt hier auch irgendwie einen Piston-Drill-Rig bauen können, das hier noch irgendwas tut, aber ich glaube, wenn ich jetzt angefangen hätte, noch eins davon zusammenzuschrauben, dann würdet ihr mich wahrscheinlich vollkommen zurecht hängen. Instant deabonniert! Naja, das läuft doch schon mal ganz gut. So, da kommt ein Assert angescheißert. Also ich bei den Assert mache ich mir nicht so viel Sorgen, weil die relativ selten aggressiv werden. Die fliegen meistens über einem weg und dann ist alles fein. So, und jetzt sind wir hier bei 145 Meter, 146 Meter. Ja, das sollten unsere 150 Meter sein. Vielleicht wäre es aber eine Idee, einen etwas bohrkräftigeren Miner an den Start zu bringen. So, mal schauen, haben wir jetzt hier positionstechnisch irgendwie ein bisschen verzogen, haben wir leicht, aber das ist jetzt nicht schlimm. So, hier wird das jetzt natürlich ein bisschen lustig werden. Na toll, jetzt bin ich ein Stück abgerutscht. Aber zumindest nicht meine Rotation verloren. So, und dann können wir jetzt hier schön weitermachen. Das werden wir jetzt natürlich nicht alles, das ganze Gebuddel wird jetzt natürlich nicht 100% live passieren im Stream, in der Aufnahme. Ich mache das hier mal so exemplarisch, 2-3 Meter, dass wir da mal irgendwie gesehen haben, was jetzt hier grundsätzlich passiert. Und ja, den weiteren Aushub wird dann wahrscheinlich wieder ein freundlicher zwischen den Folgen Markus erledigen, genau. Der freut sich da jetzt schon wahnsinnig drauf. Ja, praktisch maschinenunterstützten Lochdienst zu machen. Ich frage mich nur bei dem Event Controller, ob ich den rechtzeitig deaktiviere. Also theoretisch sollte das ja alles so im selben Moment passieren, was da an- und ausgeschaltet wird. Oder ob die Race Condition immer noch feuert. Das werden wir dann im Zweifelsfall sehen, wenn unsere Maschinerie da hinten dann wieder irgendwie platt am Boden liegt. Aber wir haben jetzt rausgefunden, wie wir das Kind wieder irgendwie schaukeln können, wenn das passiert. Insofern alles feini. Und was wir dann auch noch klären müssen, ist die Frage, wie breit werden wir eigentlich? Ab dem 1.4. ziemlich. ja. So, haben wir unsere 146, 148, ja, irgend sowas. 149, gut, das ist dann jetzt hier. Ja, der nächste Gang. Toll. Also 100% gerade sind wir wohl nicht. So, jetzt ist ein bisschen die Frage, wie mache ich es? Wie will ich es eigentlich machen? Nachdem die Schiene hier noch fährt, möchte ich eigentlich nicht... Na gut, irgendeine Form von Säule werden wir dann hier bauen müssen. Aber dann möchte ich eigentlich hier irgendwie nach oben gehen. So, und ich denke, 150 Meter sind genug Raum, damit ich jetzt hier einfach sagen kann, ich gehe hier in die Schräge.
und schau mal, wie lange ich eigentlich machen muss, bis ich oben rauskomme. Wir schalten mal wieder das Gyro-Lock ein. Im Zweifelsfall, wenn wir bei 140 Meter sind und immer noch keinen, immer noch Berg über dem Kopf haben, dann müssen wir eh nochmal irgendwie nach hier navigieren. Und immer schön langsam pulsweise feuern, damit wir nicht zu schnell fliegen und gegen die Wand ballern. Das will ja kein Mensch. Habe ich irgendwie eine Chance, dass die Kamera... Nee, habe ich nicht. Das funktioniert nach dem Update der Kamerahaltung nicht mehr. Dass ich mich irgendwie sozusagen aus den Voxeln rausglitsche. Ja, ihr seht schon, ich kann hier drehen und wenden, wie ich will. Und zwar im sprichwörtlichen Sinne habe ich keine Chance mehr, irgendwie auf eine Ansicht zu kommen. Ich hätte eine. Die ist eigentlich ein bisschen cheaty, aber meine Güte, was soll's. Wir können natürlich in die Admin-Konsole gehen. Wir sagen, Quatsch, müssen wir gar nicht. Wir müssen einfach nur F6 drücken. F8. Ach, guck mal einer an. Was sind das? Ach, ja, das war von irgendeiner Aufräumsession. Glaube ich, dass ich da mal irgendwie... Ich gehe regelmäßig ab und zu mal die Entities in der Welt ein bisschen durch und versuche was zu killen. Auch damit das Spiel hier irgendwie halbwegs... damit die gefühlte Schwuppizität nicht irgendwie zu sehr leidet. So, ja, wir sind auf Pi mal Daumen halben Weg. Guck mal, das sieht eigentlich, muss man mal sagen, das sieht so auch ganz interessant aus. So nicht. Könnte man eigentlich auch mal überlegen, ob man mal sowas macht. Das sieht auf jeden Fall spannend aus. Ist vielleicht ein bisschen merkwürdiger Screenshot für eine Folge, aber was soll's. Ja, und hier sehen wir jetzt auch ganz schön, guck mal einer an. Hier wird schön zusammengeschwissen und gebohrt. Geilomat. Und hier natürlich hier unsere fette Bohrerwand, die sich hier dann Stück für Stück durch das Gestein fräst. So, und zu dem Thema, wie wäre es eigentlich gewesen, wenn wir von Hand gebohrt hätten? Perspektivisch kämen wir dann... Ja, also irgendwo da hinten. Ja, ich glaube hier irgendwo. Es sieht schon. So, hier. Das wäre die Stelle, an der wir rauskommen. Das wäre von Hand schon ein ziemlicher Akt. Und dafür haben wir jetzt hier unser lustiges Ding. Und hier oben ist unser Miner und wir machen genau weiter. Also irgendwie, wir sind jetzt auf der halben Strecke etwa. Nee, weniger. Wir sind am Drittel der Strecke. Das erfüllt mich aber mit positiver Hoffnung, dass wir aus dem Stein rauskommen, bevor wir die 150 Meter Distanz erreicht haben. Hat der Miner eigentlich genug Druck, um sich über Kopf zu halten? Ich glaube nicht. Er hat 6 kleine Triebwerke. Oh, wobei, wenn er leer ist, könnte das klappen. Ich fliege gleich mal ein Stück hoch. Und also wenn wir rauskommen, fliege ich ein Stück hoch. Und dann gucken wir mal, was der Kleine so schafft. So, bei 150 Metern Länge würde ich sagen, gehen wir mal auf eine Breite von 50. Das sind 25. Nee. Das sind 10 Blöcke. Weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen dünn ist. Nee, Quatsch. 25 Meter sind ja 10 Blöcke. Dann sind 20, das müsste passen. 20 Blöcke ist, glaube ich, okay. Weil, warum denke ich gerade so viel über Blocklängen nach? Ganz einfach, das wird beeinflussen, wie groß unser Schiff wird, das wir hier drin bauen. Also wir werden mal ein rein wasserstoffbasiertes Schiffchen basteln. Spannenderweise weiß ich noch nicht, welche Art von Schiff es werden soll.
Prinzipiell muss es auf jeden Fall Teile transportieren können, damit wir unseren Frachter oben wieder repariert kriegen, mit dem wir dann wieder nach Hause fliegen können, wenn wir das schon wollen. So, wir haben gleich die 150 Meter erreicht. Eigentlich müssen wir ein bisschen mehr als 150 Meter machen können, weil wir jetzt in einem Winkel fliegen. Aber wir haben noch nicht die Oberfläche durchstoßen. Warum nicht? Und wie viel fehlt noch? Nicht mehr so viel, würde ich schätzen. Okay. Ja, da fehlt gar nicht mehr viel. Guck mal. Ja, dann ziehen wir das jetzt. Ja, und guck mal, wir haben ja auch noch ein paar Meter, die wir fliegen können. Das heißt, wir ziehen das jetzt knallhart durch. Wir machen hier so lange weiter, bis wir aus dem Fels rauskommen. Lang kann es nicht mehr sein. Dazwischen den Folgen, Markus kotzt jetzt schon. Ja, da brechen wir durch. Apropos Kotzen. Noch ein bisschen Schnee, durch den wir hier durch müssen, und dann sollten wir langsam aber sicher da. Das hier wird der glorreiche Ausgang unseres, also das, der glorreiche Ausgang unseres Hangars. So, jetzt wollte ich ausprobieren, ob ich den meiner Kopf nach vorne aufstellen kann. Vorausgesetzt, ich treffe nicht irgendwelche Löcher. Jetzt habe ich natürlich verdreht, das war kacke. So müsste das passen. Er ist, naja, auch nicht richtig gerade. Jetzt ist er halbwegs gerade. Jetzt nicht mehr. Das war wieder sehr gut. Das hat der Markus großartig hinbekommen. Erst fummel, 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 um alles gerade zu stellen, um uns dann wieder zu verkacken. Und jetzt... Nein, er würde absinken, aber ist das schlimm? Ist das schlimm, wenn der jetzt absinken würde? Aber ich bin mir halt nicht sicher, ob ich hundertprozentig gerade bin im Horizont. Nee, das machen wir so nicht. Da sollten wir vielleicht eher überlegen, ob wir irgendwie ein kleines Vehikulum konstruieren, mit dem wir dieses Auf- und Abgraben besser hinbekommen. Da ist der kleine Miner hier ein bisschen überfordert mit. Ja, was ich mir da irgendwie vorstelle, ist vielleicht so eine fliegende Fräse. Ich meine, klar, das ist unser Miner in irgendeiner Form auch, aber halt irgendwie darauf ausgelegt, dass das Ding irgendwie mehr... dass es im Grunde genommen vielleicht in alle Seiten bohren kann. Es wird natürlich spannend, wie wir das mit den Triebwerken machen. Ups. Und da jetzt los. Muss man ein bisschen nachdenken, oder zumindest nach vorne, nach oben, nach unten müsste er bohren können. Das ist, glaube ich, mal die absolute Mindestanforderung, die wir haben. Damit wir hier irgendwie dann hier hinten irgendwie sauber das ganze Zeug hier ausgebuddelt kriegen. Was wir nochmal schauen können, ist, wie weit sind eigentlich 50 Meter von hier? Ja, dann hätte ich gesagt, das hier ist halt weniger als 50 Meter, wobei, je nachdem, wo du anfängst zu messen, haben jetzt hier auch irgendwie eher in der Mitte gemessen, wenn ich jetzt hier hinten, ja, das könnten 50 Meter sein. Also das passt. Das heißt, hier käme dann sozusagen das zweite Loch. So, keine Ahnung, ich mache hier mal gerade nochmal von Hand irgendwie so eine kleine Markierung in den Fels, damit ich das irgendwie beim nächsten Mal auch wieder sehe. So, und dann ist das schon mal ganz feini. Hier können wir auch noch mal ein bisschen Gewoxel weghauen. So, und dann ist das hier schon mal die Breite. Das sieht gar nicht so breit aus, tatsächlich. Ich habe es mir irgendwie in meinem Kopf irgendwie die ganze Zeit irgendwie habe ich es mir größer vorgestellt, aber tatsächlich ist das ja doch ein verhältnismäßig schmaler Teil. Ich meine, andererseits, wie gesagt, wenn wir jetzt hier irgendwie keine 10 Kilometer Fregatte da rein, na gut, es werden auch keine Fregatte mehr, sondern irgendwie so ein 10 Kilometer Schlachtschiff da reinballern wollen, brauchen wir das ja auch gar nicht. Was ist denn hier eigentlich los?
Warum ist denn der nicht angewiesen? Fuel critical. Okay, ich sehe schon, da müssen wir jetzt wieder von Hand nachkorrigieren. Wie viele Stahlplatten habe ich noch einstecken? Auf 500, das reicht. Ups, ich stehe schon wieder in der Projektion. Stahlplatten mehr. Und hier hat er jetzt zwar in einer neuen Position gelockt, aber irgendwie hinten nicht geunlockt. Das werde ich ja nochmal irgendwie auch zwischen den Folgen debuggen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir sind auch steintechnisch vollgelaufen. Deswegen ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass der Kollege jetzt erstmal steht. Was ist da los? Ich habe keine Stahlplatten mehr. So, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt einmal hin und schalten erstmal die Bohrer und die Schweißer ab. Nicht, dass ich beim Debuggen dann später irgendwie wieder hier den großen Sterbitus mache. Sag mal, was ist denn los? Stein weg, Stahl her, danke. Meine Güte, zum dritten Mal jetzt. Manchmal, einfach nur manchmal. So, ja, dann klein bisschen überzogen. Heute ist nicht schlimm. Euch wieder. Danke fürs dabei sein, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und lasst es euch super gehen. Tschüss.